wiederum Wirklichkeit. Da will ich jetzt mal widersprechen. Es geht um den Sehprozess selbst, um das Hineinsehen in die Welt. Das ist nicht der Punkt, darum geht es mir gar nicht. Wie kann man über das Bekannte hinaus denken? Das sind Räume, die bestimmen über einen wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt. Ja, aber die Frage ist ja, was kommt danach? Fotodialog. Deutsche Fotografische Akademie. Wir diskutieren, zeigen und fördern künstlerische Fotografie. Herzlich willkommen zu einem Archive-Podcast der DFA. Mein Name ist Corinna Weidner. Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Ulrich Pohlmann. Er ist der Leiter der Sammlung Fotografie des Münchner Stadtmuseums. Früher hieß es Fotomuseum im Münchner Stadtmuseum. Ich habe das Gespräch mit Ulrich Pohlmann in seinem Büro in der Münchner Innenstadt aufgezeichnet und den hohen Räumen und knarzenden Stühlen ist die manchmal etwas holprige Akustik geschuldet. In Teil 1 spreche ich mit Ulrich Pohlmann über Dietmar Albert, Mitglied der DFA, damals GDL, und sein direkter Amtsvorgänger. Wir sind dabei mitten in den 1970er Jahren, einer Zeit des Umbruchs im Verständnis der Fotografie und auch in einer Zeit der Verdrängung der NS-Vergangenheit. Im zweiten Teil geht es dann um Ulrich Pohlmanns eigenes, langjähriges Wirken für und mit der Fotografie und auch um den Kunsthistoriker Schmoll, genannt Eisenwert. Lieber Herr Pohlmann, wir sitzen hier in Ihrem Büro und alles sieht noch nach sehr viel Arbeit aus. Sie sind aber im Grunde im Aufbruch, denn Ihre Amtszeit endet mit diesem Jahr nach gut 30 Jahren. Können Sie noch alles abschließen, was Sie sich vorgenommen haben? Naja, es bleibt natürlich einiges unvollendet und ich denke, das ist auch ganz normal, dass also auch die Nachfolge dann sich mit bestimmten Beständen auseinandersetzen wird. Das heißt, dass manche Bestände natürlich auch nicht inventarisiert, nicht bearbeitet geblieben sind. Das ist aber angesichts dieser unglaublichen Masse an Negativ-Positiv-Material eigentlich nicht besonders überraschend. Ich freue mich sehr, dass Sie noch die Zeit finden, mit der DFA zu sprechen, denn ich möchte Sie neben anderem zu Dietmar Albert befragen. Er war ja Ihr direkter Vorgänger, leitete das Fotomuseum ab 1976 und er war Mitglied der Gesellschaft Deutscher Lichtbildner, heute also Deutsche Fotografische Akademie, und das ab 1977. Hatten Sie eigentlich noch direkt mit ihm zu tun? Ja, ich habe Herrn Albert also in den 80er Jahren kennengelernt und zwar, glaube ich, 1983, 84, als ich ein Praktikum hier im, wie es damals noch hieß, Fotomuseum im Münchner Stadtmuseum absolviert habe und dann also in eine Ausstellung hineingeriet, die sich mit dem Aktfoto im fotografischen Zeitalter beschäftigt hat und die damals für sehr viel Furore gesorgt hat. Und Herr Albert als Leiter der Sammlung hat mich dann auch mit zu der einen oder anderen Besprechung genommen und wir haben uns so ein bisschen kennengelernt. Und wir haben dann auch sehr konkret zusammengearbeitet für zwei Ausstellungen, die ich hier am Hause kuratiert habe, und zwar Wilhelm von Glöden und ein hier aus München stammenden Malerfotografen, der ungefähr zeitgleich auch Modellstudien von jungen Männern in seiner historistischen Atelierwohnung realisiert hat. Und auf diese Art und Weise haben wir uns schon etwas besser kennengelernt. Und ja, wir haben auch über vieles uns unterhalten, also was Fotografie jetzt aus der Perspektive von Herrn Albert war. Da gab es natürlich durchaus Unterschiede, aber man kann jetzt schon sagen, dass er natürlich auch durchaus sehr passioniert diese Aufgabe wahrgenommen hat und auch sich bemüht hat, verschiedene Sammlungen, wichtige Sammlungen mit Originalfotografien hier an das Haus zu bringen, auch diverse Archive und Nachlässe akquirieren konnte. Und natürlich Nachlässe auch von Fotografinnen und Fotografen, die jetzt eher so aus seiner Generation stammten. Dietmar Albert war ausgebildeter Feinmechaniker, dann Absolvent der Bayerischen Staatslehranstalt für Fotografie in den 50er Jahren und war als Firmenvertreter von Aqua und wohl auch von anderen Fotoindustrieunternehmen tätig. Wissen Sie, wie er dann hier an das Fotomuseum kam? Wissen Sie da was drüber? Also er wollte sich verändern und war also, glaube ich, auch ein wenig diese Beschäftigung in der Fotoindustrie leid. Und als dann hier also die Stelle ausgeschrieben worden ist, also nach einer gewissen Vakanz, die also zustande gekommen ist durch die Olympischen Spiele, als nämlich dann hier im Münchner Stadtmuseum
quasi alle Abteilungen mehr oder weniger abgebaut und geschlossen worden sind, um eben die große Bayern-Ausstellung 72 zu beheimaten. Da hat er also wohl auch das Vertrauen der Kommission gewonnen, die ja damals, das muss man noch mal erinnern, ja sich zusammengesetzt hat aus Vertretern des Bayerischen Staates, der deutschen Fotoindustrie und der Stadt München. Also das Fotomuseum im Münchner Stadtmuseum ist ja so ein Hybrid aus Technik und Bild und hat natürlich eindeutig so die Anfänge auch in der Kameratechnik und in der Optikgeschichte und auch ein wenig in der Chemiegeschichte, geschuldet auch der Tatsache, dass München ja auch kein ganz unwichtiger Standort eben für die fotografische Industrie gewesen ist. Und Dietmar Albert hat dann hier eine kleine Sammlung vorgefunden, eine Sammlung, die ja schon Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden ist, weil man im Münchner Stadtmuseum schon sehr frühzeitig Fotografie gesammelt hat, vor allen Dingen als Dokument der Stadtgeschichte. Also wenn jetzt hier zum Beispiel berühmte Persönlichkeiten in der Stadt waren, dann hat man Porträts von ihnen, von Franz Hamstengel oder Alois Löcherer oder anderen Fotografen, es waren vor allen Dingen männliche Fotografen in dieser Zeit, ins Haus geholt. Und die Fotografie jetzt nicht unbedingt als Kunstform wahrgenommen, sondern es war ein Dokument der Stadtgeschichte, auch der Stadtentwicklung, also viele Architekturaufnahmen, Ereignisgeschichte spielte eine Rolle. Und Dietmar Albert ist es dann gelungen, einen wirklich bedeutenden Bestand für das Haus zu erwerben, und zwar die Sammlung Breitenbach. Josef Breitenbach, ein heute ja auch sehr bekannter deutscher Fotograf, der 1933 aufgrund seiner jüdischen Herkunft und auch seiner politischen Überzeugung, also er stand der linken SPD, also mehr der USPD, nahe und musste dann nach Paris emigrieren 1933, wo er dann also für Bertolt Brecht, dessen Exiltheater mit der Kamera begleitet hat. Und Josef Breitenbach als gebürtiger Münchner kam dann in den 60er, 70er Jahren wieder nach München zurück, wiederholt, und hat also auch bei der Stadt angeklopft, ob man denn nicht hier seine Fotografiesammlung erwerben möchte. Also er hat eine Fotografiesammlung aufgebaut, die zurückreicht auf Flohmarktfunde, die er in den 20er, 30er Jahren in Paris und auch hier in München auf der Auer Duld getätigt hatte, um dann diese Sammlung zu erweitern, um Fotografien von Zeitgenossen, Freunden wie Robert Capa, wie André Kertész, wie Lisette Modell, Alfred Eisenstädt zum Beispiel, mit denen er Bilder getauscht hat und diese Bilder dann eben in seine Sammlung gebracht hat. Und diese Sammlung hatte für ihn einen sehr praktischen Wert. Sie war eine Art Studienmaterial während seines Unterrichts, also er hat seinen Studierenden dann bestimmte Grundbegriffe unterschiedlicher fotografischer Techniken oder auch Genres auf diese Art und Weise vermittelt. Und als Josef Breitenbach sich eben von dieser Sammlung trennen wollte, hat er auch Herrn Albert kontaktiert, Herrn Schmoll genannt Eisenwert, und den damaligen Kulturreferenten Jürgen Kolbe. Und man kam eben überein, diese Sammlung zu erwerben für damals wirklich einen hohen sechsstelligen D-Mark-Betrag. Und diese Sammlung hat natürlich sofort die Tektonik, sage ich mal, dieser Institution grundlegend verändert. Denn was vorher also auf bayerische oder bajuwarische oder aufs Münchnerische begrenzt war, das weitete sich jetzt auf einmal international und hat vor allen Dingen den Aspekt der Migration irgendwie in den Fokus gerückt. Mit der Sammlung von Josef Breitenbach, die er dann nachher auch noch später durch eine sehr großzügige Schenkung weiterer Fotografien und vor allen Dingen seine eigenen Arbeiten erweitert hat, kam natürlich hier ein Momentum in die Sammlung, dass auch alle die Fotografinnen und Fotografen, die ins Exil gehen mussten, nochmal ganz besonders gewürdigt hat. Das ist für dieses Haus, glaube ich, schon auch wichtig gewesen. Darauf habe ich persönlich dann auch aufgebaut. Ne? Mit der Wiedereröffnung des Fotomuseums 1976 unter der Leitung von Dietmar Albert beginnt eine enge Verflechtung mit der GDL. Wir sind zeitlich hier ja mitten in der Phase der Anerkennung der Fotografie als Kunstform und auch ihrer Musealisierung. Wenn man in die Ausstellungen dieser Zeit an diesem Haus schaut, könnte man fast von einem GDL-Fotomuseum in München sprechen. So viele Mitglieder wurden ausgestellt. Das beginnt 1976 mit Hugo Erfurt, dann 1977
wird ausgestellt Regina Rehlang, Otto Steinert, Dieter Blum, Michael Rutz, Thomas Höpker, Bernhard Brill, Reinhard Wolf. 1978 geht es weiter mit Franz Greiner, Hilmar Pabel, Gruppenausstellung mit Siegfried Himmer, Ulrich Mack, Heinrich Riebeseel, Walter Sack und Michael Schmidt. Außerdem wird die David-Octavius-Hill-Medaille an Heinz Hayek, Halke und Willi Mögle hier im Haus verliehen. 1979 dann natürlich die ganz große GDL-Jubiläumsausstellung Made in Germany, zusätzlich noch eine Einzelausstellung von Max Bauer. Und dann geht das von 1981 bis 1983 ähnlich weiter. Das ist ja schon eine ziemlich geballte Präsenz und es entsteht der Eindruck von einer sehr engen Hand-in-Hand-Arbeit. Ja, das würde ich auch bestätigen und sehe ich ähnlich so, dass viele der GDL-Mitglieder ja auch Freunde oder auf jeden Fall mit Dietmar Albert bekannt waren. Und wenn ich das noch richtig erinnere, war er auch häufiger in Leinfelden auf den Jahrestagungen und hat entweder zugehört, aber auch das Netzwerk weiter gepflegt. Und ich weiß, dass er zum Beispiel mit Hilmar Pabel, das war ein Dudes-Freund, eng zusammengearbeitet hat und also auch größere Konvolute von Hilmar Pabel hier an das Haus binden konnte, ebenso wie mit Regina Rehlang, mit der also beim förmlichen Sie blieb, aber trotzdem, man kannte sich und auf die Art und Weise ist es ihm dann auch gelungen, Frau Rehlang davon zu überzeugen, eben ihr Archiv hier auch an das Münchner Stadtmuseum zu geben. Ich meine, Herr Albert hatte, wo Sie jetzt gerade erwähnen, also dass natürlich das die Phase ist, in der auch die Fotografie als Kunst eine Rolle spielt. Also wenn man sich wieder vergegenwärtigt, dass nach der 72er Mediendokumenta 1977 dann also auch die Fotografie durch Klaus Honneff und Evelyn Weiss zum wirklich festen Bestandteil also auch des Kunstausstellungswesens gehörten und natürlich auch viele Künstler, die mit Fotografie arbeiteten, also die das als Rohstoff benutzten und das also auch verarbeitet haben, dass das natürlich schon eine gewisse Zeitenwende gewesen ist. Nun war es so, dass Dietmar Albert aber gar nicht so unbedingt vom Künstlerischen so überzeugt war oder dass das sozusagen etwas war, was er so in den Fokus rückte, sondern er war eigentlich auch nicht unbedingt an den Originalabzügen so sehr interessiert. Das fand ich auch recht interessant, denn er hatte die Auffassung, dass vor allen Dingen das gedruckte Foto eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Und natürlich sah er auch noch ein Kind jetzt der 50er, 60er Jahre, in der ja das Medium auch durch den Bildjournalismus groß geworden ist und natürlich die illustrierten Zeitschriften die Plattform waren für die Fotografen, egal ob es sich um Henri Cartier-Bresson oder um Thomas Höpker handelte. Das war ja nicht so, dass man jetzt in der Kategorie von Fine Art Einzelausstellung dachte, sondern es war schon auch sehr wichtig, wirklich ein Massenpublikum zu erreichen und eben mit großer Freiheit auch Bilder machen zu dürfen und herumzureisen und eben so diese Schaufenster zur Welt eben zu schaffen. Dietmar Albert hatte das immer wieder betont, dass also auch Reproduktionen von bedeutenden Fotografen ihm oft ausreichen würden. Und er stand eigentlich dem Kunstmarkt etwas skeptisch gegenüber und auch diesem Galeriebetrieb. Er ist jetzt ja auch kein Kunsthistoriker gewesen, sondern er kam aus der Fototechnik und aus dem Ingenieurwesen. Also das ist dann doch eine ganz andere Realität, die er für sich jetzt als prägend und als formierend angesehen hat, als das jetzt, sage ich mal, zum Beispiel für meine Generation gültig ist. Hier im Gang werden gerade wahrscheinlich Fotokoffer hin und her gerollt, um das ein bisschen diese Störgeräusche im Hintergrund zu erklären. Ja, bei der Gründung des Foto- und Filmmuseums, wie es 1961 ja noch hieß, floss eine umfangreiche Sammlung zur Fototechnik ein. Sie haben schon ganz kurz angesprochen, was im Grunde zu einem damaligen Primat der fototechnischen Präsentation führte, gegenüber dem damals ebenfalls gewünschten Forum für zeitgenössische Fotografie. Das blieb auch lange so und erst 1976 mit der Neueröffnung und Dietmar Albert eben als Leiter der Fotosammlung setzte sukzessive der Aufbau des Fotomuseums ein, also mit eigenen Räumen, mit Präsentationen zeitgenössischer Fotografie und auch der Sammeltätigkeit von Bildern. Das war
war ja für das Fotomuseum eigentlich eine wirklich ganz zentrale Phase, in der neue Weichen gestellt wurden. Ich habe mich gefragt, bei Dietmar Albert und seinem Werdegang, habt ihr ja schon ganz kurz skizziert, Feinmechaniker, dann Ausbildung an der Staatslehranstalt, Vertreter der Fotoindustrie, war es vielleicht möglich, dass er eine Tür für die Fotografie in ihrer Breite, also auch das Ausstellen der Bilder, öffnen konnte, weil er die gesamte Bandbreite in der Fotografie sehen wollte, eingefordert hat, ohne dabei die Technikgeschichte über Bord zu werfen? Völlig richtig gesehen. Er hatte tatsächlich einen sehr umfassenden Blick auf die Fotografie und dazu gehörten zum Beispiel die Amateure genauso dazu wie die Fotopostkarte, also alles das, was man so vielleicht als Low Art oder ja, massenmediale Phänomene bezeichnen könnte. Und das ist auch das Interessante gewesen, dass er auch damals in der Dauerausstellung versucht hat, diese auf natürlich sehr begrenztem Raum, diese unterschiedlichen Facetten auch zu repräsentieren. Nun war diese Dauerausstellung so ausufernd und so unglaublich dominant innerhalb des Hauses, dass also dann für die Wechselausstellungsräume immer weniger Platz blieb. Ich habe das dann etwas anders entschieden und habe mich gegen eine Dauerausstellung aus zwei Gründen entschieden. Einfach, weil wir bis dato kein richtiges Archiv hatten, in dem wir wirklich die Abzüge und die Negative getrennt aufbewahren konnten. Und tatsächlich, also das Fotomuseum zu der Zeit, als ich es übernommen hatte, wirklich verstreut war auf die unterschiedlichsten Örtlichkeiten und man auch ganz schwer so hätte arbeiten können. Und das Zweite eben auch, weil ich fand, dass das Ausstellungsprogramm selber noch stärker in den Mittelpunkt rücken müsste und auch eben wirklich wissenschaftlich erarbeitete monografische oder thematische Ausstellungen, was jetzt nicht unbedingt so, ja, das Ding von Herrn Albert war, weil er hatte vor allen Dingen das Interesse, natürlich Fotografinnen und Fotografen in ihrem Schaffen vorzustellen, aber Kataloge sind ja so gut wie kaum entstanden in dieser Zeit. Er hat auch nicht so gerne geschrieben, auch das hat man gemerkt. Er hat oft auch, also da nicht sich so als Akademiker verstanden. Das war auch völlig in Ordnung. Also er war da auch Kind seiner Zeit und hat sich aber im Unterschied, sage ich mal, auch zu den im Beirat vertretenen Personen wie Schmoll genannt Eisenwirth, da auch immer so ein bisschen ja, in einer nicht ganz einfachen Lage gesehen, sondern sah sich da auch eher so als jemand, der so als Praktiker aus der Fototechnik kommt und der auch durchaus viel wusste, also über Fotografie, aber eben zum Beispiel das Literaturstudium jetzt nicht so besonders betrieb, obwohl es ja eine Bibliothek gab. Ich glaube, dass er in seiner ganzen Ausrichtung neugierig war und auch interessiert war für eine breit aufgestellte Kulturgeschichte der Fotografie. Und da muss man ihm auch recht geben, denn ich meine, diese Verengung der Fotografie als reine Kunstform wird dem Medium nicht gerecht. Also es ist einfach ein Medium, was erstmal das Interdisziplinäre ja herausfordert. Also man muss, wenn man sich mit dem Medium beschäftigt, auch wenn man sich mit großen Namen aus den Medien Geschichte oder Gegenwart beschäftigt, muss man einfach überall in anderen Bereichen schauen, egal ob das jetzt die autobiografische Zeitzeugenliteratur ist, ob das gesellschaftspolitische, soziologische Bewertung oder Literatur ist. Das war ihm schon auch bewusst, aber für ihn war eigentlich das Statement, das auch in einer Ausstellung zu präsentieren. Und eben, sage ich jetzt mal, die Fotopostkarte in der Zeit um 1900 gleichbedeutend mit dem Piktorialismus, also mit einem Heinrich Kühn oder einem Alfred Stieglitz zu präsentieren. Das war für ihn jetzt kein Widerspruch. Das Interessante ist, dass Walter Boje ebenfalls ja aus der Fotoindustrie kam. Also auch er hat lange bei der AGFA gearbeitet. Die beiden hatten einen sehr engen Austausch. Ich habe in unserem Schriftgutarchiv auch eine Art von Protokoll aus dem Fotomuseum gefunden, wo Walter Boje für das Kuratorium zumindest angedacht war. Und sie hatten in unserem Vorgespräch erwähnt, dass es sozusagen ein Netzwerk gab. Und wenn man sich da anguckt, dass eben GDL-Fotografen, aber auch eine Figur wie Walter Boje, die genau diese Brücke schlägt zwischen den Erfahrungen der Industrie und dann diesem langsam als Kunst wahrgenommen werdenden Medium. Das ist ja eigentlich interessant, wenn man das in diesem Zeitfenster der 70er Jahre
nochmal betrachtet, dass es sich über Dietmar Albert hier eben auch im Haus niedergeschlagen hat, so wie Sie es schon ein bisschen beschrieben haben. Ja, das ist schon richtig. Auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, also das Künstlerische in der Fotografie der 50er, 60er Jahre ist natürlich was völlig anderes als in den 70er oder 80er Jahren. Und ich denke, Arbeiten, die sich zum Beispiel auch konzeptuell mit dem Medium Fotografie beschäftigt haben, das sind Annäherungen oder Positionen, die Herrn Albert, glaube ich, eher etwas fremd waren. Sondern für ihn war schon wichtig, also auch dieser dokumentarisch, der Wirklichkeitsaspekt in der Fotografie. Und er hat, glaube ich, auch das Bildjournalistische sehr anerkannt. Es gab, und das ist aber auch wiederum ein Phänomen seiner Generation, natürlich eine unterschiedliche Einschätzung auch der dunklen Jahre des Nationalsozialismus, also von denen er jetzt, also sage ich mal, gar nicht biografisch so sehr betroffen war. Aber ich erinnere mich eben noch zum Beispiel an Gespräche, gerade auch über Hilmar Pabel, wo man ja wusste, dass er eben auch als PK-Fotograf unterwegs war und eben gerade zur damaligen Zeit auch bekannt wurde, dass eben verschiedene Reportagen, zum Beispiel eine Aushebung eines jüdischen Ghettos in Lublin, wieder entdeckt worden sind und auch die Originalfotos also dann auch im Ullstein-Bildarchiv aufgetaucht sind. Das war etwas, was er nun versuchte, aus seiner Perspektive darzustellen und Hilmar Pabel da mehr in Schutz nahm, als dass er ihn jetzt attackierte. Während das also, sage ich mal, für meine Generation eher so war, dass wir eigentlich ziemlich empört waren, nicht? Also diese lange Verdrängung, und ich habe das ja selber auch in meiner Doktorarbeit über die Fotokina Bilderschauen nachvollziehen können, also die Ära von Elfried Gruber zwischen 1950 und 1980, wo ja auch gerade in der Nachkriegszeit viele Elemente bzw. Merkmale der NS-Zeit irgendwie auch überlebt haben, wenn man nur an diese Arno Breker Netorak-Skulptur, das Licht im Agfa-Pavillon auf der ersten Fotokina 1950 denkt und natürlich auch einige im Verbandswesen und auch überhaupt in der Nachkriegszeit Fotografen und Persönlichkeiten wieder stärker geäußert haben und versucht haben, auch diese Diskussion auch zu bestimmen, die natürlich auch in der NS-Zeit aktiv gewesen sind, auch als Propagandisten aktiv gewesen sind. Also wenn ich nur an Fritz Kempe zum Beispiel erinnere. Nicht? Das waren alles so Wahrheiten, die ja so ein bisschen teelöffelmäßig ans Licht der Öffentlichkeit kamen und die es natürlich auch schwierig machten, so ein vollständiges Bild auch auf überhaupt über die Fotografie in dieser Zeit zu gewinnen. Aber davon war natürlich auch, würde ich mal behaupten, die Wahrnehmung von Dietmar Albert mitgeprägt, also der die Zeit auch miterlebt hat und natürlich dann eine andere Perspektive hatte als wir Jüngeren. Aber das zieht sich ja in der GDL durch. Also da beginnt ja wirklich nur mit der Dissertation von Lothar Kreußel erst in den 80er Jahren die Aufarbeitung und dann erscheint diese Dissertation und sorgt in der GDL für heftigste Diskussionen und natürlich massive Abwehrkämpfe, bis es sich dann sozusagen nochmal Jahre später erst in einer kritischen Selbstbetrachtung wirklich niederschlägt und einer eindeutigen Distanzierung von dem Verhalten der GDL in dieser Zeit und dann ja letzten Endes auch in der Umbenennung oder Neukonstituierung der GDL als Deutsche Fotografische Akademie mündet. Also da sieht man sozusagen bei der Generation Dietmar Albert genauso wie von der GDL ein absolut vergleichbares Verhalten. Ja. Es bleibt trotzdem bis heute ein blinder Fleck, ungeachtet auch einzelner Studien und Publikationen, denn diese ganze Kontinuitätsdebatte und wie sie sich ausgewirkt hat auf die bundesdeutsche Fotografie nach 1945, die ist eigentlich noch nicht so richtig geführt worden. Und bis heute gibt es keine Ausstellung, die wirklich in umfassender Art die Rolle des Mediums Fotografie im Nationalsozialismus untersucht. Was natürlich auch ein Riesenunterfangen ist, weil man das auf alle Genres ausweiten muss. Also es geht ja nicht nur jetzt um politische Entscheidungsträger. Also wir haben ja 1994 mit der Ausstellung Hoffmann und Hitler, Fotografie als Medium des Führermythos, auch versucht so zu untersuchen oder darzustellen, wie sich jetzt tatsächlich die Fotografie als propagandistisches Medium dazu benutzt worden ist, um irgendwie eine charismatische Führerfigur zu schaffen.
Und inwiefern das denn jetzt auch so gestimmt hat, wie charismatisch sie denn in Wirklichkeit war. Also das war ja wirklich auch das Verdienst von Rudolf Herz und seinen langjährigen Recherchen zu diesem Thema. Aber wir haben bis heute eigentlich keine wirklich umfassende Überblicksausstellung, die im Bereich der Architektur, der Werbefotografie wirklich genau das untersucht und daraus auch eben vielleicht bestimmte Thesen zieht. Wäre meines Erachtens unverändert ein Desiderat, auch für die Zukunft. Fotodialog. Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.